Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ankh 2 Herz des Osiris. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, Leute, denn wir haben ja immer noch hier unsere Tücher und das Spiel ist echt verbuggt, denn unsere Gegenstände verschwinden hier die ganze Zeit. Wir haben ja genau 4 Tücher und wir sind ja 4 Leute. Vielleicht soll ja jeder ein Tuch haben, ist mir gerade so eingefallen. Ich gebe mal jetzt Ephraim ein Tuch. Gucken, ob der was damit anfangen kann. Er will aber gar nicht haben. Doch, jetzt aber. Oh. Für die Revolution! Ach so, funktioniert das. Sehr geil. Okay, dann ist Schmul. Nee, Shalom. Ich will nicht! Okay, und dann noch Schmul. Ja, und dann müssen wir selbst noch ein Tuch benutzen. Ah, macht sie selbst, okay. Mein Plan ist aufgegangen. Sie haben uns den Eingang geöffnet. Und sie haben sogar den Pharao bewusstlos geschlagen. Wie praktisch. Nun hindert mich nichts mehr daran, seinen Platz einzunehmen. Und was machen wir mit dem Pharao? Ich bin ab jetzt der Pharao. Was diese bedauernswerte Kreatur da angeht, tut euren Job, Meuchelmörder. Schickt ihn über den Jordan. Haha, wird erledigt. Meine Widersacher sind endlich Vergangenheit. Sowohl der Pharao als auch dieser Asil. Jo. Teil 3. Kapitel 3 natürlich. Na sowas. Ich habe mir ja gar nicht das Genick gebrochen. Aber rosig ist die Lage trotzdem nicht. Okay, ich muss gerade mal überlegen, wo sind wir denn überhaupt gewesen? Wir sind doch dabei gewesen, mit Asil praktisch in den Geheimgang einzudringen. Genau, den wir geöffnet haben. Und jetzt sind wir hier runtergefallen, oder wie? Okay. Was haben wir denn hier alles Schönes? Eine Mumie. Was sonst sollte einen auf dem Kairoer Friedhof erwarten? Achso, das ist der Friedhof, okay. Eingang zum Grab. Da geht's in die Gruft. Da geht's in die Gruft, ganz fröhlich. Ein Briefkasten am Friedhof? Die wird mein Inventar nicht weiter belasten. Okay, was haben wir jetzt? Eine Papageienfeder haben wir. Das kann man ja öffnen. Ja, dann mach. Das kann man ja öffnen. Und warum öffnest du es denn nicht? So, ist hier noch irgendetwas? Mit der Feder oder was? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Okay, betrachte Mumie. Viel mehr ist hier nicht. Dann versuche ich mal, die Feder mit der Mumie zu kombinieren. Nichts passiert. Nichts passiert. Ich kann den auch nur betrachten, den Briefkasten. Mumie und Grabkammer. Also irgendwas müssen wir mit der Feder ja schon machen. Dann versuchen wir nochmal Feder mit der Grabkammer. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Aber welche Option habe ich denn noch? Mal so ganz neben... Mumienfüße! Ah, okay, die Füße kitzeln. Ich wusste es. Das war aber ein ziemlich gemeiner Trick. Wie um alles in der Welt kann es sein? Wie um alles in der Welt kann es sein, dass in Kairo alle Mumien quicklebendig sind? Das weiß ich auch nicht. Ich war jahrelang tot. Aber in letzter Zeit passieren sehr eigenartige Dinge mit dem Raumzeitkontinuum. Und das liegt bestimmt daran, dass ein großer Kampf der Götter um die Vorherrschaft über Ägypten bevorsteht. Die Grenzen verschwimmen. Die Pforte zur Unterwelt ist geöffnet. Aber das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich erfahren, dass das Ankh einen neuen Hüter hat. Und der wird Ägypten sicher nicht im Stich lassen. Ja, natürlich. Also Hüter ist jetzt echt stark übertrieben. Und gut für uns Mumien ist das auch. Endlich wieder Frieden, wenn das Ankh in Sicherheit ist. Keine Sorge, dieser Hüter wird Ägypten retten.
Wenn du ihn triffst, dann grüße diesen Helden im Namen aller Mumien von mir. Und sage ihm, dass er bloß nicht das Ankh aus den Händen geben soll. Ja. Klar, werde ich ihm sagen. Sehr schön. Ich muss hier raus. Kannst du mir helfen? Raus kann ich dich nicht bringen. Höchstens rein. Rein? Wo rein? Da rein, wo auch immer die ganzen anderen finsteren Gestalten gehen. Hört sich nicht verlockend an. Wo ist das? Das ist in meinem Grab. Das Schloss. Ja, nein, gut. Betreten wir mal die Grabkammer. Das ist eher aus wie ein Kinderspielplatz. Nein, das auch nicht, aber irgendwie nicht wie ein Grab. Säcke und Vasen, wohin das Auge in Kairo blickt. Ja, ein Fisch. Ein kleiner runder Tisch. Ach, und ich habe Fisch gelesen. Ich bin auch ein selten dämliches Kamel. Eine Spielkarte. Ja, renn einmal rum. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Nichts geht mehr, ja. Kaputte Rumpflasche. Da muss er wieder auf die andere Seite gehen, natürlich. Bloß nicht dran schneiden. Okay. Da ist ein Vogelkäfig. Da sind Kisten. Vielleicht erklärt das die vielen Lampions vor der Bar. Da sind da Lampions drin, oder wie? Okay. Das sind Zettel. Eine Botschaft. Kann man die alle drei nehmen? Eine Botschaft. Und nochmal? Eine Botschaft. Okay, die lesen wir gleich. Schwarzwälder Spechtuhr. Schön. Okay. Den können wir also herausholen. Da hinten ist die Vorkammerdecke. Die Kiste ist offen. Ah, was haben wir denn da? Kokos. Sie macht ein gluckerndes Geräusch. Okay, so viele Sachen wieder hier. Können wir den auch aufschieben? Eine riesige Steintafel. So, das ist der Tisch. Fackel können wir nicht anwählen. Vogelkäfig. Sieht aus wie Fatimas Papagei. Er hat sich ein wenig erholt. Ach, der... Warum hängt der jetzt hier unten? Huch, das ist ja Fatimas Papagei. Der redet bestimmt nicht mehr mit mir. Und das Seil? Am Seil ist der Käfig festgemacht. Wir haben doch eine kaputte Flasche. Können wir damit das Seil kaputt machen? Wenn ich das abschneide, kracht der Papagei ziemlich unsanft auf den Tisch. Auf den Tisch. Dann sollten wir den Tisch polstern. Haben wir da irgendwas für? Noch nicht so wirklich. Vielleicht finden wir noch. Den Sack können wir... Nee, den können wir nicht nehmen. Was sind das für Notizen? Da steht... Achtung, Gefahr im Anmarsch. Okay. Da steht... Zeit für ein Treffen. Aha. Da steht... Neue Ware ist angekommen. Ja. Wir brauchen eine weiche Polsterung für den Tisch, würde ich sagen. Aber wir haben irgendwie nichts Weiches. Können wir die Zettel auf den Tisch legen? Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke, können wir die öffnen? Harte Schale, leckerer Kern. Die Flasche mit der Kokosnuss? Das wird nicht funktionieren. Die Kokosnuss an den Käfig? Das scheint nicht zu funktionieren. Vor dem Gig schmeißen? Oder können wir die einfach knacken, vielleicht mit dem Deckel? Klappt das? Ja, mach schon. Hä? Was machst du da? Das scheint nicht zu funktionieren. Und mit dem Tisch? Das wird nicht funktionieren. Ich möchte nur, dass du die öffnest. Und wenn wir den Kuckuck nochmal heraus... Die berühmten Schwarzwälder Spechtuhren. Beliebte Schmuggelware. Ich habe gerade eine Idee. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich dachte, wenn der vielleicht rauskommt und dass wir dann mit der Flasche oder so den abschlagen können. Warum auch immer. Was für ein Glück. Es ist ein Ass. Ja, wir haben ein Ass. Und was machen wir mit dem Ass? Feder. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Der redet nicht mit uns. Das Seil will er nicht durchschneiden. Beziehungsweise, er würde es vielleicht durchschneiden, wenn das hier mehr gepolstert wäre. Aber wir haben hier echt nichts Weiches, ne? Säcke und Vasen. Wohin das Auge in Kairo blickt. Oh, hier ist ein Deckel. Die Kiste ist offen. Betrachte Kiste. Mächtige... Was? Mit dem Statue des mächtigen Seet. Hab ich mitgenommen. Okay.
Dieser Seth hat eine ganz schöne Hakennase. Ja, ist da noch mehr drin? Eine Kiste? Etwas sperrig. Das ist eine ganze Kiste haben wir jetzt genommen. Die Ware kommt von weit her. Eine Verpackungskiste für Statuen. Verpackungskiste, vielleicht können wir die auf den Tisch stellen. Die müsste ja gepolstert sein. Hier sollte es richtig stehen. Aha, so. Und jetzt schneiden wir das Seil kaputt. Gut, dass er sanft landen wird. Ja, hervorragend. Ich glaube, so schnell werden wir keine Freunde werden. Ich glaube auch nicht. So, was bringt uns jetzt der Vogel? Der Arm ist ganz erledigt. Der muss erst wieder zu Kräften kommen. Mit der Kokosnuss oder was? Der arme Kerl. Ich habe ihm schon wieder wehgetan. Ja, ja. Oh, da ist ja noch was. Eine Kamel-Weglaufsperre. Dieses Wunderwerk moderner Technik dient zur Stilllegung falsch parkender Fortbewegungsmittel. Ja. Um Gottes Willen, was machen wir denn damit? Kann ich damit den Käfig öffnen vielleicht? Ja, ein bisschen hohl, das wird ne? nicht funktionieren. Nee. Kokosnuss. Reagiert vielleicht der Vogel, wenn der jetzt was sagt? Mal gucken. Auch nicht wirklich, ne? Und die Statue des mächtigen Seth. Was bringt mir das denn alles hier? Die Kamel-Weglaufsterre mit der Uhr? Das scheint nicht zu funktionieren. Ich wüsste auch nicht warum, aber... Rede mit kaputter Vogelkäfig. Der arme Kerl. Ich habe ihm schon wieder wehgetan. Ja. Der Arm ist ganz erledigt. Der muss erst wieder zu Kräften kommen. Was bringt mir das denn alles? Die Ware kommt von weit her. Säcke und Vasen. Wohin das Auge in Kairo blickt. Ist in der Kiste eine noch was drin? Eine gepolsterte Kiste für eine Statue des mächtigen Seth. Ja, ja, das hab ich ja mittlerweile. Boah, Kokosnüsse. Ja, die Kokosnüsse, was machen wir denn da mal mit? Das Seil ist hier nirgends mehr, ne? Nee. Das wird nicht funktionieren. Diese Zettel? Da steht: Achtung, Gefahr im Anmarsch. Ja, ja, aber warum? Was soll ich mit den Zetteln? Da steht: Zeit für ein Treffen. Ach so. Sind das vielleicht Notizen, die man in die Uhr reinhaut? Da steht: Neue Ware ist angekommen. Das vielleicht mit der Uhr, dass man das da reinhaut in den Specht? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Warte mal. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich dachte, ja. Dem Vogel das hier geben? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Egal mit welchem, ne? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Den wollte er gar nicht. Das wird nicht funktionieren. Gut, dann Statue des mächtigen Seth. Kann man damit die Kokosnuss aufbrechen? Das scheint nicht zu funktionieren. Mit der Sperre vielleicht hier die Kokosnuss. Das wird nicht funktionieren. Kann man damit den Sarkophagdeckel aufstemmen? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Oder mit der Statue. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Du wiederholst dich ein wenig, Asil, aber macht nichts. Boah, was können wir denn damit machen mit den ganzen Gedöns? Ganz ehrlich. Den Sack, die Fackel können wir nicht, die Kiste. Tisch. Ein kleiner, runder Tisch. Ein kleiner, runder Tisch. Was war das denn noch da? Ein Spinnennetz. Feine Webkunst. Das sehe ich nicht mal. Aber okay, wenn da ein Spinnennetz ist, ist es ein Spinnennetz. Aber das bringt mir ja nichts, oder? Kann ich irgendwas mit dem Spinnennetz? Das wird nicht funktionieren. Notiz da reinhängen? Das scheint nicht zu funktionieren. Kann ich die Zettel miteinander kombinieren? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Eine Spielkarte? Das scheint nicht zu funktionieren. Was für ein Glück. Es ist ein Ass. Was soll ich denn mit dem ganzen Kram? Boah, das ist aber... Ja, ja, ist schon ein bisschen tricky. Und was bringt mir das, wenn ich die Uhr hier zum Öffnen bringe? Kokosnuss mit der Uhr? Hat auch wenig Sinn, ne? Der Specht hat sie in zwei Teile gehackt. Natürlich. Der Specht hackt die Uhr die Kokosnuss in zwei Teile. Jetzt habe ich eine halbe Kokosnuss. In der halben Kokosnuss ist frische Kokosmilch. Ach, für den Vogel. Der ist völlig entkräftet. Und ich bin nicht ganz unschuldig. So, jetzt hat der was gegessen.
Der Riegel geht nicht ohne Hilfsmittel auf. Dann nehmen wir dafür jetzt die Sperre hier. Oder? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ohne Hilfsmittel geht der Riegel nicht auf. Mit der Feder nochmal? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Oder mit der Statue? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Der arme Kerl. Ich habe ihm schon wieder wehgetan. Ja, wie machen wir den denn auf? Können wir den mal... Das wird nicht funktionieren. Was bringt denn das? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Lieber nicht. Der Specht würde sie vielleicht kaputt picken. Achso, das ist wieder ein Hinweis darauf. Okay, okay. Also, wann hat er eben gesagt, dass er ihn erst öffnen muss? Der Riegel geht nicht ohne Hilfsmittel auf. Wenn ich jetzt nochmal mit ihm reden will, der Riegel geht nicht ohne Hilfsmittel auf. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Hm. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wir werden uns diesem Rätsel gleich im nächsten Part nochmal annehmen. Ich werde nochmal ein bisschen nachdenken. Bis gleich, liebe Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Alex. Ciao. Bis zum nächsten Mal.